Allein schon aus dem Grund. Weil Talon unser nächstes Ziel ist und wir hier eigentlich nichts mehr haben. Herzlich willkommen. Schaut. Genau. Ja. Noch ein Ring der Fingerfertigkeit und ein Ring der Gewandtheit. Den Ring der Gewandtheit, den hätte ich wirklich gerne. Ach, nehmen wir den auch noch. So. Der da macht Gewandtheit und Fingerfertigkeit. Wäre für... Also den Ring des Fex mal ablegen. Ein Zwerg, ein Wort. Fingerfertigkeit. Der macht Klugheit. Den kann sie ablegen. Mal dahin packen. Ring der Gewandtheit zu dir. Lass das mal vor Grimm machen. Und dann kriegst du zwei Fingerfertigkeit. Wobei, den zu dir. Sprich, Freund. Wobei, der Fexring zu dir, weil du hast höhere Gewandtheit. Sanja. So. Das ist schon mal gut. Und ein Fexring zu mir. Aufgepasst. Ja. Mein Ziel. Lass das mal vor Grimm machen. So, Grafenstadt, Breiosplatz, Fuhrmannsheim. Es gibt aus dem Hafen raus direkt keinen Weg. Dann nehmen wir den Weg zum Breiosplatz zurück. Und werden über unsere Karte am besten reisen. Wir haben jetzt ein paar der schwersten Quests hinter uns, was die Sidequests angeht. Ich glaube, wirklich schwierige Sidequests kommen jetzt eigentlich nicht mehr. Nur noch die Main Story. Kann etwas aufreibender werden. Also ja, ich betrete mein Anwesen. Von hier aus mit der Karte nach Talon zu reisen. Ja, unvorhergesehen ist, hätte ich von der Weiterreise ab. Ich versuche mein Bestes. Alles klar. So, Zunderschwamm. Mein Atem geht ruhig. Geh du mal vor. Ach ja, weil ihr sollten wir 2 Punkte in Sinnesschärfe packen. Aber bis jetzt ist nicht wirklich was Auffälliges zu sehen.
Und wir sehen erstmal die Einbeere da hinten, dann die und dann das Wirselkraut. Ein Riesenskorpion läuft hier rum, okay. Das ist ein eher seltener Gast. Ah. Okay, es ist nicht nur ein Riesenskorpion, es sind vier Riesenskorpione. Aber einer ist hier einzeln. Okay, da oben sind vier, nochmal vier Riesenskorpione. Für Arno! Gorakai, na klar. Bei Angroschbar. Die geben auch sich nur Erfahrungspunkte. Oh, die hauen aber auch ganz gut rein. Lass das mal Vorgrim machen. Oh, und ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Das ist nicht gut. Wann habe ich das letzte Mal... Ach so, als ich dem Typen hinterher gerannt bin. Nein, bevor ich dem Typen hinterher gerannt bin. Ich vergesse es immer wieder. Okay, um Zeit zu sparen, kaufen wir jetzt erst die zwei Ringe. Dann rennen wir dem hinterher. Wir wissen ja dieses Mal, wo er hinläuft. Kaufen uns dort den Fexring und dann ziehen wir nach Talon. Die beiden da sind übrigens auch immer noch am Streiten, oder? Ja. Wir sind jetzt mal neugierig. Sicherheitshalber. Wow, Raulederstiefel und Sandalen. Geschmeidiges Raja, plus 1 Charisma.
meint ihr? Die hat aber schon plus 2 Charisma und du hast dir die Kette. Oh, aber ein Amulett des Mutes, das habe ich ganz übersehen. Ja, das nehme ich gerne. Wobei das Geschmeide der Raya eigentlich auch nicht schlecht ist mit plus 1 Charisma. So, okay, Geschmeide geht zu ihr. Der Fingerfertigkeitsring geht zu ihm. Der Gewandtheitsring zu ihr. Mut geht zu ihm. So, ich gebe Alvis-Ring an sie ab. Sie kriegt einen Gewandtheitsring. Ein Schwert, ein Wort. Na klar. Mein Atem geht ruhig. Das bin ich. Gut. So, das heißt, jetzt holen wir uns das Boot. Was wir nicht mehr kennen, weil ich zu viel Geld ausgegeben habe. Wir müssen doppelt moppeln. Oh Mann. Tut mir alles so leid. So, das können wir alles überspringen. Was schaut? So. Das Gelaber von ihm kennen wir ja bereits. Ich hätte aber echt nicht gedacht, dass diese Skorpione so viel Schaden hauen können. Tut mir furchtbar leid. So viele Dukaten, sagst du? Das glaube ich dir nicht. So. Ein Ring des Fix. Das ist abgeschlossen. Das heißt, zurück zum Hafen. Zum Händler. Zurück zum Dings. Drei Pferdchen.